Viele digitale Bausteine haben einen sogenannten Open Collector Ausgang. Was das ist und wie man damit arbeiten kann, das schauen wir uns in diesem Video an. Hierzu starte ich einmal PSPICE. Ich habe hier die Schaltung schon einmal aufgebaut. Der linke Teil soll das Innenleben eines digitalen Bausteins nachbilden. Das wäre hier beispielsweise ein Inverter. Und der Ausgangstransistor, der kann entsprechend durch diesen Inverter geschaltet werden. Das heißt, wenn der Schalter schließt, dann leitet der Transistor und der Ausgang wird gegen Masse gezogen. Bei geöffnetem Schalter sperrt der Transistor und der Ausgang hängt quasi in der Luft. Und das ist auch das wesentliche Merkmal des Open Collectors, daher auch der Name. Der Kollektoranschluss ist noch offen, das heißt, er muss von außen beschaltet werden, damit hier überhaupt ein High-Signal entsprechend ausgegeben werden kann. Manche digitale Bausteine, beispielsweise Mikrocontroller, haben die Möglichkeit, intern einen sogenannten Pull-Up-Widerstand zu schalten. Ich baue so einen Pull-Up-Widerstand einmal ein. Das heißt, ich nehme hier einmal einen Widerstand. Setze den hier oben mal rein und dieser Pull-Up-Widerstand kann entsprechend beim Mikrocontroller per Software geschaltet werden. Damit der Strom aber begrenzt wird, hat dieser Widerstand einen relativ hohen Wert. Wir belassen ihn hier einmal bei einem Kiloohm. Das heißt, wenn der Transistor durchschaltet, dann kann diese Spannungsquelle maximal mit 5 Volt durch ein Kiloohm, also 5 Milliampere, beschaltet werden. Hier könnte ich jetzt einen Lastwiderstand anschließen. Das mache ich mal. Ich schließe dort mal einen Widerstand von 10 Kiloohm an, also relativ hochohmig noch. Und dann können wir uns die Schaltung gleich einmal anschauen. Wenn der Schalter offen ist, dann fällt der größte Teil der Spannung entsprechend hier an dem Widerstand ab. Und wenn der Schalter geschlossen wird, dann schaltet der Transistor durch und hier der Ausgang liegt quasi an 0 Volt. Das Durchschalten des Ausgangs ist so gesehen kein Problem. Dafür bräuchten wir den Pull-Up-Widerstand auch nicht, sondern das Problem, was wir gleich haben werden, ist, wenn der Transistor entsprechend sperrt. Und dazu lasse ich einfach mal den Schalter weg und simuliere das Sperren im Prinzip, indem ich einfach hier 0 Volt an die Basis anlege. Das heißt, der Transistor sperrt und ich jetzt einmal simuliere und mir die Spannung anzeigen lasse, dann sehe ich, dass hier fast 5 Volt tatsächlich auch an dem Ausgang abfällt. Wie ich eben schon gesagt habe, muss der interne Pull-Up-Widerstand relativ hochohmig sein, damit die Spannungsquelle hier in dem digitalen Baustein nicht so viel Strom liefern muss. Aber gleichzeitig ist das auch das Problem, denn wenn ich diese Schaltung sehr stark belaste, das heißt, ich mache den Ausgangswiderstand, den Lastwiderstand mal sehr klein, zum Beispiel auf 100 Ohm, dann sehe ich, obwohl dieser Transistor sperrt, fällt der größte Teil der Spannung hier an dem Pull-Up-Widerstand ab. Das heißt, obwohl ich eigentlich eine logische 1 hier am Ausgang erwarten würde, habe ich hier nur 454 Millivolt. Das liegt eben daran, dass dieser Pull-Up-Widerstand sehr groß ist. Was man dagegen macht, ist Folgendes. Man schaltet eben nicht nur den internen Pull-Up-Widerstand, der bei vielen digitalen Bausteinen auch gar nicht möglich ist. Mikrocontroller können das meistens, aber andere digitale Bausteine können das eben nicht, sondern man nimmt einen externen Pull-Up-Widerstand dazu. Ich brauche dazu noch eine Spannungsquelle. Ich kopiere diese mal rüber, dann geht er schneller. Und schalte jetzt einen externen Pull-Up-Widerstand, der dann auch entsprechend
niederohmig sein kann. Das heißt, ich schalte den Pull-Up-Widerstand extern über diese externe Spannungsquelle. An diesen Kollektor, den internen Pull-Up-Widerstand, den benötige ich nicht mehr, den lösche ich mal raus. Dann lösche ich das hier auch einmal raus, damit der entsprechend nicht stört. Hier muss ich noch den Stromkreis schließen. Und diesen externen Pull-Up-Widerstand, den kann ich also auch niederohmig machen, weil meine Spannungsquelle, die ich extern anschließe, meistens auch größere Stromstärken liefern kann. Und wenn ich jetzt die Schaltung noch einmal simuliere, dann sehe ich dadurch, dass ich einen sehr niederohmigen Pull-Up-Widerstand hier extern beschalten kann, erhalte ich auch eine entsprechende hohe Spannung, auch wenn die Last sehr klein ist, also in dem Fall 100 Ohm.